YouTube, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder dabei, unsere Standard 18K, drei Runden, unendlich viel Zeitrunde zu machen. Wir werden irgendwo abgesetzt und werden genau herausfinden, an welcher Stelle wir stehen auf Google Maps. Und damit starten wir in Runde 1. Direkt rein, kein langes Vorgeplänkel, direkt los, nicht wahr? Sieht nach einem deutschen Schild aus, aber die... Gesperrt. Okay, das ist wirklich ein deutsches Schild. Gut, könnte nur Österreich sein, aber ich würde auf Bayern tippen. Für Motorräder und Gespanne, frei für Forstbetriebe. Wobei es für Bayern fast zu schlechte Wege hat. Zumindest die Ecke, die ich kenne. Gut, ich kenne eher Franken als Bayern. Muss man auch dazu sagen. Das ist ja ein Streitthema, was wichtig ist, nicht? Franken sind nicht Bayern, Bayern sind nicht Franken, auch wenn sie im selben Bundesland sind. Da muss man ja aufpassen. Wenn du da an der falschen Ecke das Falsche sagst, dann war es das. Ja, ganz so schlimm nicht, aber... Die gucken dich dann schon komisch an. Ein Dorf, das hilft doch. War hier gerade ein Schild? Nee. Könnte aber doch Österreich oder Grenzregion. Aber nee, das ist ein deutsches Schild. Landkreis Calw, Simmerfeld. Sagt mir ja gar nichts. Simmerfeld, Calw. Hier ist Schamm. Ulm. Lörrach. Ich kenne Landkreise in Deutschland gar nicht. Nicht mal die, wo ich wohne. Ich weiß immer nur die Städte grob, wo ich mich gerade befinde. Ich hätte ja gedacht, Calw sieht man, wenn der Landkreis danach benannt ist. Ich meine, Dorfen ist auch eingezeichnet. Lamm. Wisek. Völkach. Wir können uns mal hier Topografie. Das ist halt so durchwachsen. Asbach, uralt. Ja, zu viele kleine Landkreise, nicht? Die ganzen ehemaligen Herzöge und andere Konsorten. Germansdorf, Jahrdorf, Kellberg, Rosenberg, Fürholz, Schlag, Russel, Metten, Offenberg, Wetzel. Oh, Wetzel. Ich erinnere mich an Kingdom Come Deliverance wieder mal. Simmerfeld sich das vielleicht? Wahrscheinlich auch nicht. Dass es hier ganz drüben irgendwo ist. Okay, wir brauchen mehr Hinweise, eine Straßennummer oder irgendwas. Ich glaube, wer den Ort nicht durch Zufall kennt, kennt den Ort auch nicht. Der dürfte auch nicht so groß sein. Wir können nur nach links fahren. Kann ich nicht auf der Hauptstraße bleiben, weil da vorne sind Schilder, die vielleicht hilfreich wären. Oh Mann, das ist gemein. Weil da vorne war noch ein Schild auf der Rückseite. Alpblickschule, Familie Greiser Ferienwohnung.
Kommen wir hier vielleicht runter zur Straße? Nee. Sportanlage. Vielleicht hier? Ah, der ist nirgendwo reingefahren. Wir werden gleich in eine Sackgasse kommen. Das ist blöd. Weil die andere Straße ist halt einfach da drüben. Das ist so schade. Oh, oh, Bauarbeiten. Wahrscheinlich muss er deswegen hier lang. Weil als er da vorne wurde an der Straße gearbeitet. Das kann natürlich sein. Alles klar. Da sind Bauarbeiten, deswegen. Natürlich genau am Schild. Klar. EU-Fahrzeuge. Umleitung. Feuerwehr Eichhalden-Oberweiler. Sonnenwendfeier. Oberweiler. Habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwie gehört. 100-jähriges Jubiläum. Sportwoche. Aber die Straßennummern hätten mir besser gefallen im Ort. Schöner Mist. Das Intercom. Netto haben sie auf jeden Fall. Gehört auch noch zu Simmersfeld. Siebzig ist aufgehoben. Wir können so schnell fahren, wie wir wollen. Da. Das Schild zum Glück. Komm her. 294. Pforzheim. Okay. Ich weiß nicht, wo Pforzheim liegt. Da liegt Pforzheim. Ich hab's doch gerade gesehen. Da. 294. Da ist sie. Okay, die Ecke hätte ich ja gar nicht gedacht. Lololola, Müllacker. Simmerfeld. Das ist die 93. Hier geht sie auch runter. Kalmbach, Kalm. Simmersfeld. Sehr gut. So, und wir starten in der Kurve vor Simmersfeld, nicht wahr? Das heißt, Simmersfeld liegt für uns südlich, war das? Okay. Dann ein paar Kurven rum. Ich bin ein bisschen durch den Wald gefahren. Das heißt, wahrscheinlich irgendwo hier auf der. Aber da wäre schon Edmundsweiler. Interessant. Dann machen wir es doch mal andersrum. Dann fahren wir mal hier hoch. Richtung Süden. Geht das? Wir sind also auf so einer gewundenen Straße, kann das sein? Die gleich wieder einen Knick nach oben macht? Nee, die führt aber irgendwo entlang und als nächstes kommt 5 Bronn. Okay, nach 5 Bronn. Und da sind wir direkt. Kann sein, dass wir genau in der Kurve stehen? Das hier ist die Kurve, nicht? Ja, das ist die harte Kurve. Und wir stehen irgendwo davor. Und hier geht ja ein Weg rein. Das dürfte also der hier sein. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Und da vorne, der ist der da. 12,74 Meter. Oh, war sogar der da. Nee, da. Okay, der Weg ist nicht eingezeichnet. Wow. Ja gut, haben wir Glück gehabt. Aber wie soll man es sonst eingrenzen? Nicht auf einer geraden Strecke und der Weg ist nicht der Weg. Was will man da machen, großartig? Aber immerhin geschafft. Aber jetzt schon zweimal mit Risiko in der letzten Folge und in der hier. Eieieiei. Also gerade so Glück gehabt.
Aber ja, ich wusste nicht, wie die Ecke aussieht. Muss ich mir mal merken. Ich war hier noch nie. Und ich glaube, ich war generell gerade mal 3 oder 4 Mal in Deutschland in 400 Runden Geotestik. Kommt also gar nicht so oft vor. Aber wir gehen weiter in die Runde 2. Okay. Das könnte schnell gehen. Hatta. E. Okay, das ist auf jeden Fall Ur-E jetzt, aber E77, 90, 95, 611, 55, 85, 87, 40, es könnte schnell gehen, habe ich gesagt. Nicht, dass es schnell gehen wird, nicht wahr? Oh, 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 oh. Oft sind auch so eine Straßen irgendwo hier ist sie, mittendrin. Und man denkt nur, man ist im Nirgendwo. Wir sind sogar im einen Kreisverkehr. Hat der Kreisverkehr eine Ausfahrt nach Südosten? Nee, das kann er nicht sein. Könnte der hier sein. Aber es ist auch eine Doppelausfahrt. Der hat 3 Doppelausfahrten. Also der muss schon ein bisschen größer sein. Der hier. Der ist es. Aber er sieht fast schon zu groß aus. In welche Richtung gehen die Abfahrten denn? Da hat er noch eine da hinten. Da ist noch eine einzelne Abfahrt. Die hätte der auch. Okay. Also, das geht nach Nordosten. Hier geht keine Straße ab. Okay, das kann ja nicht sein. Weil die geht auf jeden Fall nach Osten, Nordosten ab. Und hier sind wir in der Stadt. Das ist schlecht. So ein Ding wird's nicht sein. Und der einzige mit 3 Abgängen ist der da hinten. Oder der hier. Das hier. Der hat Abgänge. Das könnte er sein. Der sieht gut aus. Nach Nordosten, dann nach Norden. So eine Teilung. Naja, aber straight nach Norden. Es geht jetzt hier nicht nach Norden und das geht dann nach Nordosten rum die Straße. Kann er auch nicht sein. Mann. Hier ist auch nichts. Das hier. Das sieht gut aus. Das sage ich jetzt zum 18. Mal. Die hier geht nach Westen. Ich stehe mich mal lieber da hier hin. Nach leicht Südwesten. Ja, kann man durchgehen lassen. Und dann kommt noch die Zweiteilung und die geht nach Südosten und macht dann so einen Bogen. Okay. Und wir starten hier vor der nach Südosten. Das heißt, an der Stelle starten wir. 15,16 Meter. Ja, gut. Besser hätte man es nicht treffen können, glaube ich. Auch schon wieder so eine kritische Situation. Und deswegen weiter zu Runde 3. Okay. Osteuropa. Nova Zeeland. Nova. War das
Bulgarien war es nicht. Wir haben sogar eine Straßennummer. Die 106 in Gelb. Die haben Blau. Die haben Grün, nicht? Oder was haben die? Ich weiß nicht, ob die Nova haben. Warte mal, 100 war um hier oben, Pillar, glaube ich, oder so. Ja, 100. 75, 51, 106. Piritz. Ich sehe hier auf jeden Fall kein Nova. Es klingt halt auch nicht polnisch, muss ich dazu sagen, nicht? Nova, bla bla bla. Nova See. Und polnische Ausgänge sehen auch anders aus. Da ist nur so ein Schild. So, wer hat denn aber noch gelbe Dinger? Tschechien und Blinks haben Blau. Slowenien hat was? Slowenien. Das könnte sein. 108. 108. Hundertzwei, 103, 112, 105, 106, Nova Zela, da haben wir's. Und wir stehen in der, die haben doch auch Straßennamen. Normalerweise. Vor dem Bus Richtung Nordwesten. Und der Bus ist auf der östlichen Seite. Oder? Nee, auf der... Wir fahren mal hin. Der Bus ist auf der südwestlichen. Also der hier. Das heißt, wir stehen dort. Dahinter fängt auch die Kurve an. Und hier kommt gleich noch eine Einfahrt. Ja, das ist die. Aber was fehlt, ist die Einfahrt auf der anderen Seite. Das könnte das hier sein. Zwischen den beiden Häusern durch. Ja, das wird es nicht mehr geben. Da gibt es auch noch Häuser hinten, das passt schon. Finish. 0,54 Meter. Ich würde sagen, das war eine gelungene Runde. Und die war wirklich schnell. 18.000 Punkte. 9 Minuten 16 in Deutschland. Enttäuschend, dass ich in Deutschland am längsten gebraucht habe. UAE 4 Minuten 12. Slowenien 3,37, damit 17 Minuten und damit eine der schnellsten Runden, die wir seit langem hatten. Ich würde sogar sagen, in den 18 Car-Runs ist das unser Rekord aktuell. 17 Minuten um 5 Sekunden. Ja, ganz ehrlich würde ich sagen. Ja, und auch mal in Deutschland gewesen. Auf jeden Fall mal was Neues. Und hier auf der Karte sieht man viel besser, wo Wälder sind. Das würde deutlich besser helfen. Aber ja, ist schon sehr schwarzwaldig, nicht wahr? Ja, na dann gucken wir mal, was uns bei der nächsten Runde erwartet. Wir sehen uns, bis dann und bleibt dran.